Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I am Setzner. Wir haben den Pinguin besiegt. Oh, ich bin so froh, dass wir ihn endlich besiegt haben. Und ja, jetzt müssen wir erstmal die Leute hier heilen, wie ich das gerade sehe. Das sieht ja hier... Ach nee, Moment. Ich gucke schon wieder auf die falsche. Ich habe schon wieder auf die MP geguckt. Okay, sieht sogar ziemlich gut aus. Ich würde vielleicht einmal kurz das Team wechseln. Andy haben wir ja immer dabei. Ich würde vielleicht einfach Setzner, können wir jetzt mal eine Pause machen lassen und auch Nidre. So. Nehmen wir mal Eterna und Jeyenne mit. Jeyenne haben wir ja noch nicht so viel benutzt. Wo ist es? Hä? Bin ich blind? Ich hab's doch gerade gehört. Ach, da. So. Und weiter geht's. Ich bin gespannt. Haben wir es jetzt geschafft? Sind wir jetzt übers Eis? Ja, wir haben es geschafft. Oh, sehr schön. Ich frage mich, ob wir jemals zurückgehen werden. Da ist ja immer noch dieser große Turm, dessen Tür wir nicht öffnen konnten. Auch nicht mit Jeyenne im Team. Ich frage mich wirklich, ob wir da jemals nochmal hinkommen werden, um da durch die Tür zu gelangen. Hier haben wir eine Höhle. Okay, und sonst auch nichts. Gut, dann. Archimel-Ruins. Wollten wir hier hin? Oh. Das kommt mir doch bekannt vor. Sehr bekannt vor. Das sieht doch aus wie unser Turm. Ist das ein Teleporter? Kommen wir da zu dem anderen Turm? Mal schauen, ob das tatsächlich so ist. Oh. Listen. Hört. Habt ihr eine Stimme gehört? Was? Nichts. Ich muss es mir eingebildet haben. Be on your guard. These ruins are not to be taken lightly. Okay, diese Ruinen sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. The power of the Spirit Knight here is so strong that it can play tricks on one's mind. Okay, also die Power von den Spirit Knights hier ist sehr stark und könnte uns durchaus ein paar... ja, seltsame Sachen in den Kopf zaubern. Also mit unserem Verstand einiges anstellen. You must not allow the ruins to consume you. Okay, du darfst den Ruinen nicht erlauben, dich zu konsumieren. Okay, also wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wahnsinnig werden, so wie ich das verstehe. Okay, das kriegen wir hin. Eine nur, okay. Na, damit... die sollten wir ganz, ganz schnell aus dem Weg geräumt haben. Ja. Das war's auch schon. Wir sind ja mittlerweile doch sehr, sehr stark geworden. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass es hier so Rätsel annehmen, also noch krassere Rätsel annehmen wird. Wenn ich da an Final Fantasy X zurückdenke mit den ganzen Tempeln, oh, ich habe das immer so gehasst. Also manche waren ja recht einfach, aber manche waren auch einfach so nervig. Einfach, weil es auch so viel Zeit gebraucht hat, da durchzukommen. Dass ich gerade ein bisschen Angst habe, dass es hier vielleicht doch auch noch ein bisschen krasser wird mit den Rätseln. Mal schauen. So, und mir fällt tatsächlich gerade was auf. Ich habe was mit dem Sound falsch eingestellt. Ich mache hier nochmal kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich musste kurz rausgehen, um das Spiel mal zu speichern, damit ich es wieder neu starten kann. Die eine Schlange müssen wir jetzt leider nochmal besiegen. Ja, ich hatte aus Versehen vergessen, den Sound über meine Kopfhörer abspielen zu lassen. Und das ist dann nicht so gut mit dem Aufnahmeprogramm, wenn der Sound dann aus den Boxen kommt. So, kann jetzt sein, dass der Sound dann am Anfang ein bisschen komisch klingt. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, denn... aber jetzt dürfte er wieder normal sein. So. Ja, hier können wir schon so rüber. Boah, nach dem großen Pinguin kommt mir das ja alles ziemlich easy Kindergarten vor mit den Viechern. Wobei ich ein bisschen Angst habe, dass sie uns vergiften werden. Ich hätte jetzt gerne nochmal eine Stadt gehabt zum Einkaufen oder einfach nur einen Händler. Aber bis jetzt sieht es so aus, als würden die ihr Feuer nutzen als Gift. So. Nee, noch nicht? Okay. Aber jetzt. Wir machen schöne Crits, muss ich sagen. Das funktioniert ganz gut. So, okay, aber wo geht's lang? Ach, hier. Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
Nee, da nicht. Und noch mehr Schlangen. Mal gucken, ob wir hier auch noch andere Gegner finden werden. Ich warte schon auf das nächste Bossmonster tatsächlich. Weil so eine Ruinen sind doch eigentlich prädestiniert dafür, irgendein großes, wahnsinniges Bossvieh hinzustellen. Eterna müssen wir gleich mal heilen. So. Hol ich mal kurz Setzner ran. So, Endir verträgt noch. Das kriegt er noch hin, der Junge. Hm, hier ist nix. Das sieht auch schon ziemlich ramponiert aus, wenn man sich die Säulen anguckt. Okay, da müssen wir rüber. Ist das auf Zeit? Nee, oder? Ich glaube nicht. Sonst wären die anderen Steine ja auch weg gewesen. Nee, auf Zeit kann es nicht sein. Na los. Komm. Ui, Eterna. Unsere Diebin kann ausweichen. Und tschüss. Na, ja, das ist ja noch richtig einfach hier gerade. Aber bestimmt nicht mehr lange. Bestimmt nicht mehr lange, das ist zu einfach gerade. Viel zu einfach. Oh, warte mal. Na gut, ich glaube, wir können schon machen. Es geht wahrscheinlich, ja, da unten geht es auch weiter, oder? Nein, okay, dann gehe ich erstmal da lang. Oh, okay, wir haben einen kleinen Irrgarten anscheinend. Oh, Moment. Ist dann hier vielleicht nur eine Truhe oder sowas? Okay. Wir müssen uns einfach nur die Wege freischalten. Na gut, machen wir das mal. Das hält sich ja ein Rätselspaß noch in Grenzen. Ich gehe erstmal hier lang, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ich nehme nämlich an, dass wir da unten weiter müssen. Aber ich möchte ja auch alle Truhen mitnehmen. Wir könnten unbedingt mal wieder so ein Wiederauferstehungsding gebrauchen. Das wäre sehr, sehr nett. Exakt Kill. Schön. So, als nächstes müssen wir Andy heilen. Oh, oh, hoffentlich stirbt er uns jetzt nicht weg. Wir müssen echt aufpassen. Ich habe schon wieder total verpennt, dass wir nichts mehr zum Wiederbeleben haben. War gut, nach einem Kampf stehen die ja sowieso wieder auf. Eigentlich so viele Sorgen brauchen wir uns gar nicht machen. Ja, sage ich doch, eine Kiste. Sehr schön. Blue Frost. Oh, wir haben eine Waffe gefunden. Für wen? Für Endir. Oh, sehr schön. Guck mal. Oh, nice. Sehr, sehr cool. Würde ich ja fast sagen, dass wir auch noch mal nach rechts gehen, bevor wir hier weiter runtergehen und da vielleicht schon weiterkommen. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite dann genau nochmal... Ach so, es gibt gar keine andere. Doch hier. Dann will ich hier nochmal schauen. Oh, eine Eule haben wir wieder. Und da liegt was auf dem Boden. Müssen wir uns merken. Flieh! Okay, die Eule ist einfach mal geflohen. Ah, nein! Halt. So. Hat leider nicht beide getroffen. Hm, Burning Bite. Hm, machen nur so eine Feuerangriffe irgendwie. Und tschüss. Hm, wir müssen mal wieder ein kleiner Heal raushauen. Diesmal für Julien. So, jetzt sind alle wieder auf höchster Höhe. Hm, sonst hier leider nichts. Aber der ist bestimmt was wert, der kaputte Spiegel. Oh. Counter-Strike. Nice. Wir haben einen Counter-Strike-Talisman gefunden, okay. Dying Power Support Bonus. Könnte ich dem irgendjemand... Warte mal, was hatte sie denn jetzt eigentlich? White Feather. Heavy Support Bonus. Komm. So. Und weiter geht's. Sehr schön. Ein Counter-Strike-Talisman. Irgendwie lustig. So. Haben wir es tatsächlich geschafft, die Wege so zu gehen, dass wir wahrscheinlich jetzt nichts verpasst haben. Einmal an, bitte. Na, Mist. Na, toll. Wie kommt man da jetzt hin? Wo war denn das jetzt? Nee, hier ist nicht angeschlossen. Hä, wo ist denn das jetzt angeschlossen? Denn hier wahrscheinlich.
So. Und noch mehr Schlangen. Ja, schon ein bisschen eintönig hier, die Ruine. Also, die hätte man vielleicht noch ein bisschen ausstatten können mit irgendwas. Oh, vielleicht kommt es noch. Das ist jetzt so, dieses ganze Graue ist ein bisschen, ja, eintönig einfach nur. Und bei Waterkill. Okay. Wegen unserem Frostschwert. Sieht schick aus, auf jeden Fall. Mir fällt gerade was ein. Ich habe ja gesagt, dass ich schon damit rechne, dass jetzt gleich irgendwie ein übles Monster kommt. Deswegen würde ich hier gerne mal Setzner reinsetzen. Falls hier wirklich gleich irgendwie ein größeres Monster auftaucht. Na, vielleicht haben wir es jetzt auch schon. Was bedeutet dieser Ring da? Ich weiß es nicht. Nee, es geht noch weiter. Okay. Man sieht die Bossmonster ja nicht immer gleich alle auf einmal, deswegen... Deswegen lieber auf Nummer sicher. Und Setzner macht ja auch eigentlich gar keinen schlechten Schaden. Nicht viel schlechter als Eterna. Und Setzner muss vor allem leveln, die braucht mehr AP. Auf jeden Fall. Mensch, warum könnte ich so oft angreifen gerade? Scheiße. Nicht gut. Die haben gerade ganz schön oft angegriffen. Hatten wir da eine Art Hinterhalt gerade? Ich mach mal Cure 2 rauf. Okay. Ich heile uns jetzt erst einmal durch. Wow, das war gar nicht mehr so easy gerade. Ja, zumindest sehr überraschend. So, ja, Setzner braucht echt viel mehr HP. Viel, viel mehr. Die kippt uns immer gleich ab, das ist nicht gut. Okay, komm, wir nehmen alles mit. Es ist alles EP. Die können wir gut gebrauchen. Lässt du angreifen? Jien kann gar nicht. Oh, Jien ist paralysiert, ne? Okay, wenn man paralysiert ist, kann man also keine Techniken anwenden. Gut zu wissen. Und gut zu wissen, dass die einen paralysieren können. Na gut, dass Jien da alleine steht. Und sonst keiner getroffen wurde. So, tschüss. Wir kriegen jetzt immer Waterkills durch das Schwert. Mhm. Also eigentlich nur Jiens Waffe sieht noch ein bisschen lame aus. Die von Andy und von Setzner sehen ziemlich cool aus. Jien könnte noch was Cooles gebrauchen. Etwas, das leuchtet. Heutzutage muss ja mal alles leuchten. Wie man sich einen Computer kauft, der muss ja am besten, ja, blaues Wasser und keine Ahnung. Muss irgendwie blau leuchten, rot leuchten, was auch immer. Lustigerweise erliege ich diesem Leuchtetrend tatsächlich auch immer wieder gerne. Deswegen fiel meine Wahl auch auf den Laptop, den ich gerade habe, weil tatsächlich der Deckel von dem Laptop auch blau leuchtet. Eigentlich total bescheuert, aber ja. Irgendwie überzeugt es einen doch. Oh oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Nein! Oh Gott, die sind viel zu oft dran. Das ist doch scheiße. Wie equippt mir jetzt um? Wir konnten nirgendwo speichern. Warum sind die gerade so oft dran? Gott. Ganz ehrlich, dann jump lieber. Dann lieber so, bevor uns einer umkippt. Bam. So, lebt Setzner jetzt wieder, oh, bitte. Sie hat sogar ein Level up, glaube ich. Ja, sehr schön. Ah, das ist ja jetzt echt blöd. Mist. Ja gut, so krass müssen wir... Warte mal, wie lohnt... Nee, es lohnt sich sogar. So. Ja, so langsam kommen wir mit unserem bisschen Equipment echt in Bedrängnis. Oh oh, was kommt jetzt? Hm. Listen to... Hm. Kann es sein, dass er seine... Listen to me. Nete. Kann es sein, dass er die Mutter von Setzner hört, mit der er früher auf Reisen war? Was? Nedre! Endir!